mal etwas Wichtiges. Wenn ein Pärchen heiratet, überlegen sie sich manchmal noch nicht um Kinder, wenn es Kind gibt, was machen wir? Wollen wir es taufen lassen? Spätestens, wenn wir es taufen lassen, der katholische Seite, so, heiraten und so, oder? Dann gibt es noch Sanatz in Radice, da gibt es alle möglichen Sachen. Oder bei den Reformierten, dann muss man zum reformierten Pfarrer, wenn man möchte, taufen in der Kirche. Ich mache schon Taufen, aber die sind nicht in der Kirche eingegangen. Theoretisch ist sie gültig. Auch für jeden, der tauft, der kann Muslim kann die taufen, wenn du nicht tauft bist, auf den Namen Jesu, und das ist eine gültige Taufe. Hat man nicht so gern, läuft unter Nottaufe oder so, und die einen machen dann ein Theater und die anderen nicht. Aber man muss sich gleich überlegen, ja, wenn es Kind gibt, sollen die irgendwie an einer Kirche, vielleicht Konfirmation oder Firmung oder so, die muss dort ein bisschen mitlaufen. Und sonst ist es wirklich etwas Schönes, was die Kirche anbietet. Oder? Und dann musst du so ein bisschen die offiziellen Kanäle dann halt gleich andocken. Ich empfehle es denen, die einen Zugang haben. Für die anderen gibt es auch einen Haufen schöne Sachen.